Die heutige Kurzpredigt lautet Selbstkontrolle und die Macht der Gewohnheit. Möchten wir gerne abnehmen, regelmäßig Sport treiben oder weniger Geld ausgeben? Oder haben wir mit Süchten und Gewohnheiten zu kämpfen, die schwerwiegender sind, wie zum Beispiel Unzucht, Alkoholsucht, Spielsucht oder Drogensucht? Wir alle haben Gewohnheiten. Eine Gewohnheit ist etwas, das wir uns durch häufige Wiederholungen angeeignet haben. Und diese Gewohnheiten werden hauptsächlich durch unser Unterbewusstsein gesteuert. Jedes Mal, wenn wir etwas tun, programmieren wir unser Unterbewusstsein. Und je öfter wir etwas tun, umso stärker wird dieses Programm manifestiert. Das gilt für gute sowie für schlechte Gewohnheiten. Ein Beispiel. Je länger man herumsitzt und nichts tut, desto länger möchte man herumsitzen und nichts tun. Das bedeutet, Passivität, Trägheit kann zu einer Gewohnheit werden. Das heißt aber auch, dass man sich angewöhnen kann, aktiv zu werden. Wenn wir nicht aktiv werden und das Richtige tun, dann hat Satan ein leichtes Spiel mit uns. Wir müssen uns neu programmieren. Fangen wir an, neue, gute Gewohnheiten zu entwickeln, die uns Gott nahe bringen. Dann werden wir schnell merken, dass es für schlechte Gewohnheiten kaum noch Platz gibt. Punkt 1. Prioritäten setzen. Steht Gott für uns an erster Stelle? Wie viel Zeit verbringen wir mit Gott? Wie viel Zeit verbringen wir tatsächlich damit, Gottes Wort zu studieren? Wie viel Zeit verwenden wir dafür, über sein Wort und sein Gesetz ernsthaft nachzudenken? Wie viel Zeit widmen wir Gott, ihm im Geist und in der Wahrheit anzubeten? Verwenden wir diese Zeit lieber für weltliche Dinge als für den wahren Gott? Die Kernaussage im ersten Gebot lautet, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Haben wir etwas an Gottes Stelle gesetzt? Womit lenken wir uns gerne ab? Wie viel Zeit verbringen wir zum Beispiel vor dem Fernseher? Oder wie sieht es mit Facebook und den anderen sozialen Medien aus? Wir alle haben pro Tag 24 Stunden zur Verfügung. Stimmt unser Zeitmanagement noch? We love to entertain you ist ein Slogan des deutschen Fernsehens. Lassen wir uns gern unterhalten? Satan liebt es, uns zu unterhalten, uns weltliche Geschichten zu erzählen und uns von den Wesentlichen abzulenken. Er liebt es, uns Zeit zu stehlen. Schlagen Sie bitte die Bibel auf, Epheser 5, die Verse 14 bis 16. Epheser 5, 14 bis 16. Ich lese aus der Schlachter. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf aus den Toten. So wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Die Kernaussage im 10. Gebot lautet, du sollst nicht begehren. Es geht hier nicht so sehr darum, seinen Nächsten etwas buchstäblich wegzunehmen, denn das wird schon im 8. Gebot, du sollst nicht stehlen, geregelt. Es geht hier um die geistliche Vorstufe des tatsächlichen Diebstahls. Die geistliche Dimension der Lust, unbedingt etwas haben zu wollen. Habsucht ist Götzendienst. Haben wir Wünsche und Süchte, die wir an Gottes Stelle setzen? Also trachten wir lieber zuerst nach dem Reich Gottes, nach dem Vater und seinen Sohn Jesus Christus und seiner Gerechtigkeit, dem Gesetz der Liebe.
dann wird sich auch Gott um das kümmern, was wir brauchen. Wir ernten, was wir säen. Wer eine enge Beziehung zu Gott haben möchte, muss mehr Zeit mit ihm verbringen. Ernsthaftes Bibelstudium, geistreiches Gebet, gelegentliches Fasten und tägliches Sinnen über Gottes Wort ist die Grundlage eines wahren Christen, Gott nahe zu sein und eins mit ihm zu werden. Nahen wir uns zu Gott, dann naht er sich zu uns. Und Satan flieht. Es gibt keinen besseren Schutz, als in der Nähe Gottes zu sein. Es gibt keinen besseren Schutz, als in der Nähe Gottes zu sein. Punkt 2. Wachsam sein. Schlagen Sie nochmal die Bibel auf, Lukas 22, die Verse 39 bis 46. Lukas 22, 39 bis 46. Ich lese wiederum aus der Schlachter. Und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, fand er sie schlafend vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. In der Stunde der Versuchung wandte sich Christus im Gebet an Gott, um seine Furcht zu überwinden. Christus erhielt die Kraft und die Entschlossenheit, den geplanten Weg des Martyriums zu gehen. Er war durch die Nähe Gottes bereit, sich dem Willen und der Autorität des Vaters unterzuordnen. Seine Jünger dagegen wachten und beteten nicht und versagten auf jeder Ebene. Wenn wir Gott suchen und gehorchen, wird er in uns durch seinen Heiligen Geist das Wollen und das Vollbringen herbeiführen. Sind wir in der Lage, jederzeit zu wachen und zu beten, um nicht in Versuchung zu geraten? In unseren Gedanken findet ein Kampf statt, gut und böse. Satan versucht uns, indem er uns seine Gedanken eingibt. Und wenn wir seinen Gedanken folgen und glauben, dann sind wir seine Knechte. Satan und die Gesellschaft dieser Weltzeit haben uns von Kindheit an gedanklich konditioniert und geprägt. Wie eine Schallplatte wiederholen wir die eingepflanzten destruktiven Gedanken in unserem Kopf. Der Mensch ist in seinen Gedanken und Emotionen verloren, die von Ängsten und Begierden bestimmt sind. Aus Gedanken werden Taten und aus wiederholten Taten werden Gewohnheiten. Wir müssen wachsam sein. Wachsam sein bedeutet nicht nur zu schauen, was in der Welt vor sich geht, oder auf das Auftreten des Tieres oder des falschen Propheten zu warten. Vielmehr werden wir aufgefordert, diese bevorstehenden Begebenheiten und Entwicklungen zum Anlass zu nehmen, über unsere Gedanken, Gefühle und Reaktionen zu wachen. Und zwar möglichst immer. Wir müssen außerdem darüber wachen, welche geistige Nahrung wir tagtäglich in uns aufnehmen. Das Wort Gottes ist die geistliche Nahrung, die wir täglich brauchen, um die schlechten Gedanken in uns zu zerstören. Man muss sich ernsthaft mit der Bibel auseinandersetzen. Denn das Wort Gottes ist mächtig, ein Schutzwall der Wahrheit und des Glaubens zu errichten, die uns von den Lügen unserer dämonischen Feinden schützt. Wir brauchen von dieser geistlichen Nahrung jeden Tag.
damit sich unser Denken, unser Sinn erneuert. Dadurch entstehen kontinuierlich neue gute Denkmuster, die auf Gott ausgerichtet sind. Machen wir uns Gottes Worte zu unseren Worten und Taten, werden wir mit Hilfe des in uns wohnenden Heiligen Geistes eins mit Gott. Gott und sein Wort sind untrennbar miteinander verbunden. Jesus war das menschgewordene Wort Gottes. Und nach seiner Auferstehung zu einem Gottwesen will er in uns wohnen. Wir sollten uns täglich mit Gottes Wort buchstäblich geistig satt essen. So haben wir keine Lust mehr auf minderwertige weltliche Speise. Das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Wenn wir uns Gottes Wort mehr und mehr verinnerlichen und darüber nachsinnen, dann wächst dieses Schwert des Geistes. Es wird größer, mächtiger und schärfer. Es wird zu einer machtvollen geistigen Waffe für uns. Sind wir aber nachlässig im Gebet und im Bibelstudium, dann treten wir Satan und seinen Versuchungen mit einem geistlichen Zahnstocher entgegen und verlieren den Kampf. Konzentrieren wir uns zu wenig auf Gottes Wort, stehen wir unserem Feind im Kampfe unbewaffnet gegenüber. Ebenso ist kontinuierliches Bitten um Gottes Heiligen Geist der Kraft unerlässlich. Die Kraft Gottes und das Wort Gottes gehen Hand in Hand. Beides muss in einem wahren Christen mit einem unerschütterlichen Glauben kontinuierlich wachsen. Der kräftige Arm Gottes und das scharfe Schwert Gottes wird jeden Feind in Stücke hauen. Punkt 3. Eins sein. Satan erzeugt Trennung. Er wird alles versuchen, uns von Gott und seinem Wort zu trennen. Auch wird er alles versuchen, Trennung zwischen uns Brüdern und Schwestern innerhalb der Gemeinde herbeizuführen. Bleiben wir wachsam. Bleiben wir stets mit Gott in Kontakt und verlieren wir seine Nähe nicht. Werden wir eins mit Gott und mit seinem Wort. Und werden wir als Gemeinde eins untereinander. Im Johannesevangelium 13,34 steht geschrieben: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Gott erwartet von uns allen, dass wir als Gemeinde näher zusammenrücken und eins werden und uns gegenseitig tatkräftig unterstützen. Zeigen wir ihm, dass wir in Liebe, Mitgefühl und Verständnis füreinander da sind und in der Kraft Gottes wandeln. Mit schlechten Gewohnheiten zu brechen ist definitiv nicht leicht. Aber mit Gottes Hilfe schaffen wir das. Denn der Geist der Kraft, der vom Vater und von Jesus Christus ausgeht und in einem wahren Christen wohnt, wird letztendlich den Sieg bringen, wenn wir kontinuierlich im Glauben, im Geist und in seinem Wort wachsen. Dann sind wir mit der Kraft Gottes verbunden, die jeden Feind in die Flucht schlägt.